Ja, liebe Leute, das Video gestern kam so spät online, weil irgendwie meine Internetübertragungsrate zum Hochladen, also das Internet war total lahm gestern und dann, der hat 3 Stunden lang hochgeladen, glaube ich fast. Also im Endeffekt, das war natürlich lächerlich. Ich habe eine Übertragungsrate von hoch 1 Mbit pro Sekunde gehabt und hätte eigentlich 40. Also schon ein Unterschied, also 40 mal so schnell hätte es eigentlich gehen sollen. Keine Ahnung, was da los ist. Zusammengebrochen. Ich hoffe, dass es heute Abend besser ist wieder. Ne? Und ich habe wohl gesehen, dass sogar einer geguckt hat. Schon, als es dann endlich online war, um 2 Uhr oder was, hat sich jetzt tatsächlich schon jemand angeguckt. Das ist eine Fangemeinde. Oh, guten Morgen. Ich gehe heute, ich fahre jetzt, bevor ich schnell unterschreiben. In dem Laden gehe, muss ich schnell noch was unterschreiben. Muss mir eine Wohnung angucken. Und die Sachen, die ich daraus kaufen kann. Ja, seit langer Zeit gehe ich mir mal wieder eine Wohnung angucken. Frühstück. Schöne Lampe habe ich gekauft. Ja, relativ schön. Ist doch hübsch. Der Schirm hat ein paar kleine Macken. Aber der ist doch schon ein bisschen älter. Die Lampe ist ja schon ein bisschen älter. Hier hat er eine kleine Druckstelle und so. Ja, aber das ist normal. Jetzt esse ich erstmal was. Eine schöne Suppe. Gestern Abend schon drauf gefreut. Wieder der Arbeitsplatz hier. Jo, was für ein Monsterkorb. Wahnsinn. Licht funktioniert nicht. Weder vorne noch hinten. Hi. Moin. Ich suche ein Laufrad, ein Vorderrad für ein Rennrad, 28 Zoll. Aha. Wie teuer? Welche Qualität? Sag mal so, fast da. Also ich sag mal, vielleicht über Ich glaube, 50 Euro sollte es nicht sein. ich habe nur sehr gut da. Heißt, weiß Was nicht. ist geklaut worden, dein Rad? Nee, ich baue jetzt auf. Na, jetzt haben wir hier noch eins, wie es aussieht. Einmal. Und einmal hier. Tippitoppi. Du Reis. Gibt's für die beiden Damen? Das 25, das 60. Mit 60. So, in Schwarz hast du nicht da, oder? Schwarze Speichen und sowas. Nee. Nee. Das ist ja der moderne Schnickischack. Ja, richtig, aber mein Hinteres ist schon schwarz. Das ist aber schwierig, Mensch. Ja, voll. Weil die Laufradsätze kosten ja neue ja nicht so viel. Die sind Ja. dann billig, relativ günstig dann wahrscheinlich. Ne? Das kenne ich jetzt nicht so gut aus, weil mit dem 25-Euro-Ding meinst du, ich komme da erstmal zu Rande, ja? Naja, wenigstens die Felge ist schwarz, ne? So Ja, halbwegs voll. bis auf die Bremsflanke. Ja. Ja, weil das ist ja natürlich hier, Dura ist es schon eine andere Nummer, ne? Das ist halt das Beste, was du kriegen kannst. Ist jetzt so, ja? Das ist so, ja. Okay. Wisst du das ja nicht? Nö, das Dann weiß kann ich dir ja alles erzählen. Ja. ich nicht. Das ist das Kannst du Beste, was du kriegen natürlich kannst. bis 60 Euro. 55. Viel günstiger als bei dem. Okay. Ja, was sagst du denn? Was soll ich denn dazu sagen? Das ist dein Aufbau. Ich weiß nicht, was du sonst für Teile dran hast. Ja, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ich mag halt immer diese guten Teile. Und Voll. jo, weiter geht's. 12 Minuten sind schon um. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Und es ist noch nichts getan. Wie kommen wir denn hier? Wer baut denn das Licht auch so an? Oder beziehungsweise das Licht war ja dran, aber wer baut denn den Korb da so unten drüber? Das geht natürlich kaputt. Das Licht ist ja klar. So, das werden wir erstmal abbauen. Also, ich baue ab. Die Lübe habe ich raus. Sie sieht nicht mehr frisch aus. Ich messe sie mal durch. Läuft aber noch. Ich wechsle die trotzdem mal aus und schaue mal, ob es dann immer noch schwächelt. Dann guck mal mit.
gut leuchtet, ne? Kann man ja sehen. Leuchtet auch. Wunderbar. So, ich baue die Lampe jetzt hier rein. Ich baue jetzt nicht mehr hier drunter, sondern ich baue die jetzt hier an. Ja, weil die Kabel sind ja so günstig wie möglich, wie immer. So, jetzt habe ich glatt gebogen, das Ding. Schraube ich den hier ran. Und daran. Ohne großartig Arbeit. Cool, ne? So kann man es so lassen. So perfekt. Warum machen sie es nicht so? Warum nur so einen Scheiß? Gut, hey. Das ist die ideale Lösung für mich jetzt hier in diesem Fall, weil erstens ist günstig, zweitens man kommt an den Schalter gut ran. Also man muss jetzt hier nicht runterkrauchen zum An- und Ausschalten. Erachte ich für gut die Lösung. Und ging schnell. Peugeot. So ein Peugeot. Peugeot Rennrad. Ein Peugeot. Rennrad. Schlauchwechsel, Hinterrad. Und Reifenwechsel. Und Vorderrad nur Reifenwechsel. Ja, das mit Schnellspanner, also wie das schnell? Wir schauen mal. Der ist zwar schon offen. Die meisten Leute wissen doch nicht, wie man Schnellspanner verwendet. Sie benutzen das als Knebel zum Drehen. Ja, also einfach nur zum Festdrehen. Das ist es natürlich nicht. Einmal Draht raus. Vorderrad raus jetzt. Vorderrad raus. Hinterradreifen ab. Reifen und Schlauch runter. Reifen als auch Schlauch sind defekt. Gucken wir mal auf die Größe. Gott sei Dank habe ich heute welche bestellt. 23,622 habe ich bestellt, meines Erachtens. Und wenn die Lieferung kommt, mache ich weiter. Jetzt zeige ich euch mal den Ventilator, den ich gekauft habe, weil den finde ich echt geil. Schaut mal hier. Den habe ich noch nicht sauber gemacht. Aber der ist der Oberhammer. Schön im Space Design. Wirklich.
grandioses Stück. Mit dem Käfig vorne dran. Hinten im Schalter für die für den Schwenkbereich. Zwei Stufen. Stromlinienförmiges Design. Space Age. Und der funktioniert. Einwandfrei, der macht richtig Rabatt. Stufe 1. Fliegen halt die Zelle weg. Wahnsinn! Ja, finde ich genial, habe ich mich sehr gefreut, den gekauft zu haben. Ein sehr feines Stück, ein Paul Linke ist das. Paul Linke, man nennt es auch Libelle wohl, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ist der Typ VW 300 und in einem echt guten Zustand, bis auf die zwei, drei kleinen Lackerplatzer, mal davon mal abgesehen. Ansonsten einwandfrei funktioniert, Schwenk funktioniert, also richtig schönes Designstück. Jo, jetzt geht's weiter. Endlich, Lieferung kam. Mann, die kam spät heute. Ist ja fast 3 Uhr. Schlauch habe ich geholt schnell. Die Mäntel sind hier. Also Bereifung. Habe ich Rennradschläuche bestellt und das haben sie. Die haben keine Rennradschläuche da. Das ist unglaublich. Für den Großhandel gibt es denn sowas. Mal einbauen. Ja, am Arbeiten. Oh, jetzt muss ich ein bisschen Finger ziehen. Jetzt sind schon ein paar Daten, Daten. Jetzt sind schon ein paar Räder aufgerufen, bei Reparaturen. Auf Pumpen und fertig. Das war's, Rad Nummer 1 ist fertig, sind wir durch, jetzt kommt das nächste Rad dran. Das hat, was hat das für Probleme? Lichtprobleme. Hm. Ja, langsam, langsam. Warte, 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 warte. Ja, Dynamo, der ist nicht mehr. Hast du jetzt eine neue Werkkraft hier, ja? Naja, ich hab mir hier einen Arbeitsplatz eingerichtet, ja. Ja? Hier, der Dynamo ist ein bisschen durchgeschliffen. Da. Ja, ist enger hier natürlich, wa? Aber. Jetzt beug den Dynamo erstmal ab. Was willst du, schmecken die denn nicht? Ja, doch, nee, schmecken mir schon. Und ich kann nicht, ich krieg den nicht durch, bis heute Nüsse sind. Das erste Mal für den Spanwechsel. Auch noch. So. Du musst mal erstmal hier. Nein, nicht doch. Wolfgang nimmt alles auseinander. Ja, das ist halt der Nachteil. Hier ist es richtig eng. Ja, 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 ja. Und da kannst du echt nur hier, was du siehst, kannst du echt nur in der Tür hängen irgendwie. Aber im Grunde genommen kannst du auch von oben quatschen, so ja, mit mir. Oben am Fenster, weißt du? Ja, ja. Ich auch, da kann ich auch einen Stuhl, wenn du da einen Stuhl hinsetzt, Scheiß. Da ist ja auch wärmer. Das wird besser, jeder mache ich das. Und naja, da muss ich muss von mir ein bisschen Kontakt haben. Ein bisschen Kontakt. Denn, ja, ja. Warum ist denn der Wolfgang schon wieder sauer? Jo. Ja, warum denn? Warum kann ich das sagen? Wir hatten noch. Ich meine, ich habe schon mit der Dieter schon seit Anfang des Jahres. Ich habe ja komm, wir machen was, wir wollen was. Guck dir mal, gesagt hat, du weißt ja, wa? No. So immer nichts geworden, nichts geworden. Und wir haben mal den Brief gekriegt, von der Hausverwaltung, wisst ihr ja. So. Und der Donnerstag kam der auch wieder an, ja, die Leiter muss weg, das muss weg, da fängt er dann an. Dann ja. Hat man das euch weggenommen und ich sage, was passiert denn überhaupt mal? Ach ja,
Dann haben wir, dann hat er noch den Tisch da gesprochen, wa? Ja, genau. Ja. Hat er gemacht? Ja. Also da hat den ganzen Holz hier vor meinem Keller in drin gestellt, vor meiner Türe. Also, Ostermontag, dann haben wir dann nach spätem Mittag. Also der Irene hat, also kann man dann, hast du Zeit, ich sage, ja komm schnell weg, raus, aus Feierabend. So mal da, so da. Aber bis abends, Samstag, bis abends um 11, halb 12 haben wir im Keller gesessen, Ostersamstag, wa? Ja. Ja klar, hat er dann den Reifen abgepuckt da, und hat dann den alten Reifen da, wisst ihr da, wollte dann einen Mutplatz machen. Nachts wollte er mir, sagt, da kommst du mit nach dem Mutplatz. Ich sage, komm da jetzt in der Luft rein mit der Nacht, wenn du das Reden am Mutplatz hin, den Ding anmachen. Ah ja, das ist schon. Da wächst ja richtig groß hier. Dann werden wir mal abtrocknen lassen jetzt. Mal ein bisschen abtrocknen mit Moos. Bonsai-Moos. Hier hinten ist ja ein anderer auch schon drauf. Das ist ja französisch, ja? Dennis, wonach riechst du denn? Das riechst du ja streng. Streng? Nach Körpergeruch vielleicht. Ja. Das kann schon sein. Also echt, so schlimm? Ja. Also ich hab dich ja gestern auf dem Fahrrad schon selber gerochen. Und da hat ja Wind von vorne. Ui, ja, echt. Ja, bisschen durchgeschwitzt. Das ist so schlimm. Ein Hänger vermietet für den Samstag. Samstag, 21 Uhr. Nee. Nicht mal ansatzweise. Grün. Der Running Man kommt. Na Mensch, na da hinten, da kommt angerannt. Ja, der Kollege fährt gerade mit dem Carbonrad spazieren. Ganz schön tief. Ja, geht aber ab. Ja, na, sollte auch. Das ist natürlich wirklich tief, ne, muss man sagen. Ja, was ist dafür gemacht? Du sollst drauf sitzen, so. Wie ein U. Oh, ohne Gewehr. Wenn du was kaputt machst, Dennis. Nee, das wird nicht passieren. Da musst du aber keine Angst haben. Da kommt der nächste Kunderin einfach mit dem Rad. Dann hat sich das schon erledigt. Wer klappert denn mit dem Rad an? So. Hi. Ja, hi. Mir ist eine Schraube abgefallen. Und zwar dieses Schutzblech. Dennis, was habe ich gesagt? Der nächste Kunde kommt mit dem klappernden Schräubchen. Richtig. Das ist ja nur ein Mini-Schräubchen. Und ich habe es auch leider nicht wiedergefunden. Könnten wir drauf. Hm? Ich habe es nicht wiedergefunden. Ja. Ich hab's gemerkt, war so, ah Mist. Und Boden am Schutzblech. Vorne. Na sag mal. Hier haben wir ein Fahrrad. Ach so. Strebe. Da? Hier. Strebe da, okay. Ja, aber das ist jetzt nicht so wie hier. Ja, ich weiß. Okay. Ein klapperndes Blech. Ein blechernes Klapp. Der Dennis trainiert da hinten fleißig. Eigentlich klappert er nur mit den Gewichten, damit es so anhört, als würde er trainieren. Noch ein platter Reifen. Oh Mann, ich kann es nicht begreifen. Warum ist der platt, der Reifen? Oh Mann, Hilfe! Ah, ah, oh, ah, Hilfe! Ah, ah. Nichts passiert, alles gut. Ah, ah. Was ist denn da? Na, nicht. Das ist ein Problem. Oh, es ist schwer. Mensch, ich wünschte, ich hätte ein Carbonrad im Laden. Ja, das wird viel erreichbar.
Ich baue aus. Bau aus. In the middle of the Werkstatt. Bau aus. Jetzt mal ohne Kommentar. Nexus Dreigang, Schlauch, Wechsel, Hinterrad. Dennis? Ja, bitte. Kannst du mir einen 28 Zoll Schlauch Tour? Ja, haben wir nur noch. Tour 28 Zoll normales Ventil. Genau. Was ist hier schon normal? 27D All. Das ist doch normal, oder? Ja, Tour 28 All steht drauf. Ich stehe nicht Tour drauf, ich stehe nur C. Tour 28? Tour 28, ja. Die 28. Tour. Da kommen wir mal nicht auf die Tour hier. Tour 28, da kommen wir mal nicht auf die Tour. Dankeschön. Bitte, 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 bitte. Und was macht die Kinder? Telefonieren die abends mit euch oder? Nee, mit Absicht nicht. Damit sie kein Fernseher heimgehen kriegen. Ja. Ach, ist das so, ja. Ja. Da muss ich sagen, ist es ganz schön tatsächlich, dass dieses Handy, diese WhatsApp-Geschichte vom Handy, dass man sich so schreiben kann, Fotos zuschicken kann. Das ist der einzig gute Grund, sowas zu haben. Ja, aber ansonsten. Vorsicht! Was hast du denn? Ich hab getroffen. Ja, ich hab's hier in der Hand noch. So, Anschlag ist ganz hinten, die Kette muss gekürzt werden auch. Das geht nicht anders. Tut mir leid, wird teurer. Ja, hier? Weiß ich nicht, kommt drauf an. Sind es zwei Läden? Nein, oder? Hast du viel Geld dabei? Komm her. Nein, du bist ein Fahrrad, in der sich nicht so viel reinstecken möchte, den kann ich eh verkaufen. Ja, Dennis, dein Job. Ich bin ja hier. Gut. Ach so, mein altes Fahrrad ist übrigens super mit der Kette. Ja, ist nicht mehr so. Nee, weil davor hat es auch immer so ein bisschen geklackert. Das ist immer so klack. Klack beim Treten, das ist immer so in so Abständen, okay. Manchmal nicht, manchmal weniger. Komplett weg jetzt mit der neuen Kette. Und schaltet richtig gut auch. Schön. Na, ich habe noch ein bisschen nachgestellt jetzt. Aber ja, ist doch schön. Sehr gut. Hör ich sehr gerne. Ja, das ärgert mich natürlich ein bisschen. Jetzt bin ich umsonst hingefahren, aber kann man nichts machen, Alter. Ah, noch einen Tag freuen. Ja,
Also du kannst ja jetzt eh, wirst ja heute jetzt eh nicht mehr fahren. Nee. Wahrscheinlich würdest du damit fahren, aber... Nee, okay. Aber Wochenende wird gut auf jeden Fall. Aber da ist ja dann... Ich komme morgen rum. Alles klar. Gut. Bis dann. Ciao. Ja, komm mal ran hier. Ich bin gerade am Einstreicheln. Ich muss hier die Kette kürzen. Dann habe ich sie jetzt... Du musst hier die Kette kürzen, weil du war ganz hinten dran und ist immer noch durchgehangen. Ja. Umso besser. Und jetzt bin ich gerade am Fetten. Natürlich, weil es ja auch eine Katastrophe, der Pflegezustand dieses Rades. Und hier wechselt jetzt hinten der Schlauch. Naja, das merkt ihr denn am Verschleiß tatsächlich. So, ich mache jetzt trotzdem Feierabend hier. Auf alle Fälle mit der Kamera mache ich Feierabend. Leon, tschüss! Ja, weil das ist ja nicht mehr hier. Nö. Nicht spannend. Bremsen, wie immer, habe ich jetzt schon 50 Mal gemacht. Ich bin nicht spannend. Dann ist es nicht spannend. Hier, ich zeig nochmal eine zerrissene Kette. Eine halb zerrissene Kette. Da fehlt denn irgendwie. Da war eine Feministin unterwegs. Fehlt ein Glied. Da, kaputt. Wie passiert denn sowas? Verschleiß. Ah. Ja, ich weiß, es war Verschleiß. Ah. So ein Scheiß. Auf Wiedersehen, bis morgen, schlaf gut. Ciao. Bis morgen. Oder so.